Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Ubuntu Touch Systemeinstellungen. Zu den Systemeinstellungen kommt man wie folgt, hier links über den App Launcher oder beim Home Scope die Applications erweitern und auf System klicken. Die Systemeinstellungen sind in drei Kategorien unterteilt: Netzwerk, persönlich und System. Unter Netzwerk sind drei Konfigurationen verfügbar: WLAN, Bluetooth und Mobilfunknetz. Das WLAN lässt sich einschalten, die Umgebung kann nach neuen Netzen durchsucht werden und man kann sich problemlos mit diesen verbinden. Zudem gibt es die Einstellung, dass ich mit bereits betretenen Netzwerken wieder automatisch verbunden werden soll. Unter den Mobilfunk-Einstellungen lassen sich viele Optionen konfigurieren, etwa die Auswahl des Mobilfunkproviders, die mobile Datennutzung oder auch Datenroaming im Ausland. In den Bluetooth-Einstellungen lässt sich zurzeit ein Headset verbinden. Unter den persönlichen Einstellungen gibt es vier Punkte: Hintergrund, Sound, Sprache und Text sowie Accounts. Unter Hintergrund lässt sich ein Hintergrundbild für die Scopes festlegen. Standardmäßig ist das Hintergrundbild ein orange-lilaner Farbverlauf in den aktuell typischen Ubuntu-Farben. Beim Festlegen eines Hintergrundbildes wird die Galerie geöffnet und man kann ein Foto auswählen. Unter den Toneinstellungen befinden sich aktuell nur zwei verschiedene Punkte, nämlich die Töne für einen eingehenden Anruf sowie einer eingehenden SMS. Unter Sprache und Text ist es möglich, die Systemsprache zu ändern. Der Standard ist US-Englisch, aber es sind weit mehr Sprachen verfügbar. Der letzte Punkt unter den persönlichen Einstellungen sind die Konten. In dem sehe ich Konten von Ubuntu One, Twitter, Facebook, Google und Evernote konfigurieren lassen. Unter System finden sich vier Punkte: Batterie, Zeit und Datum, Sicherheit und Datenschutz sowie Aktualisierung. Unter Batterie wird die Ladekapazität des Akkus in einem Graphen dargestellt. Zudem kann die Bildschirmhelligkeit mit Hilfe eines Schiebereglers angepasst sowie Funknetzwerke an- und ausgeschaltet werden. Unter Zeit und Datum lässt sich die aktuelle Zeitzone sowie die aktuelle Zeit anpassen und das aktuelle Datum setzen. Alternativ kann man die Uhrzeit und das Datum auch automatisch über das Netzwerk synchronisieren lassen. Unter den Datenschutzeinstellungen ist es möglich, einige Funktionen zu beschneiden. Die Statistiken, die auf dem Willkommensscreen erscheinen, können so beispielsweise deaktiviert werden, damit Fremde sie nicht lesen können. Die Dash-Suche schlägt in der Standardeinstellung sowohl lokal auf dem Gerät als auch im Internet das Eingabewort nach. Dies kann man, wenn gewünscht, auf das Telefon selbst begrenzen. Weiterhin kann man anpassen, ob Absturzberichte an Canonical gesendet werden sollen oder nicht. Unter den Aktualisierungen lassen sich relativ einfach die Systemaktualisierung suchen und aktualisieren. Es kann auch ausgewählt werden, ob die Aktualisierung automatisch installiert werden oder man diese eben manuell durchführt. Hierbei handelt es sich allerdings ausschließlich um Systemaktualisierung. App-Aktualisierungen werden separat gehandhabt.
Der letzte Punkt in den Systemeinstellungen ist über das Telefon. In diesem Punkt werden fast ausschließlich Informationen zum Gerät dargestellt, wie etwa die Seriennummer, die Betriebssystemversion oder auch der letzte Aktualisierungszeitpunkt. Zusätzlich gibt es den Storage-Punkt, in dem die Speichernutzung angezeigt wird. Dort wird außerdem der freie Speicher angezeigt, sowie welche Arten von Dateien den Platz auf dem Gerät belegen. Das war User Power for Open Screencast. Ciao und viel Glück!